Also mein Motto und mein Credo ist from corporate communication to collaborative communication. Und das ist ganz einfach, wenn man sich anschaut, was in der Forschung und Entwicklung in den letzten, sagen wir, 10 Jahren passiert ist, dann stellen wir fest, dass die Forschungsabteilungen aus ihrem Elfenbeinturm rausgegangen sind und heute sich, wenn sie ein bisschen moderner sind, komplett vernetzen mit Kunden, mit Universitäten, mit Technologiepartnern, mit Startups. Bühler hat das auch vor 10 Jahren angefangen. Heute sind wir dort sehr weit. Und in der Kommunikation tun wir immer noch so, als ob wir den Stein der Weisen in Luzwil suchen und finden. Und auch dort wäre meine Vision, dass wir in der Kommunikation uns sehr viel breiter vernetzen, intern und aber auch extern. Konkretes Beispiel: Wir machen heute für uns eine Geschichte zum Thema Food Safety, also Lebensmittelsicherheit. Die Kollegen bei Nestle, bei Ferrero, bei unseren anderen Partnern machen alles Gleiche. Ja? Der Content überschneidet sich zu 90%. Ja. Warum partnern wir nicht mit den Kollegen auf der anderen Seite ganz genauso? Oder wir wollen ein Thema wirklich besetzen. Und das wollen wir oft nicht alleine besetzen, sondern mit der Industrie besetzen. Gibt auch hier ein konkretes Beispiel. Gluten-free, also glutenfrei, ist heute ein Trend, der medizinisch nicht in dem Maße gerechtfertigt ist, wie er praktiziert wird. Es ist ein Lifestyle-Trend gewesen. Und die Industrie hat das einfach so sich entwickeln lassen. Ne? Gluten-free, weil alle Leute denken, ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Es gibt ganz wenig Menschen, die wirklich davon betroffen sind. Jetzt könnte man sich überlegen, als Industrie mit Partnern, wir machen eine Kampagne gemeinsam in den sozialen Medien und auch in anderen Bereichen, um klarzumachen, wo glutenfree wirklich sinnvoll ist und wo es eigentlich nicht notwendig ist. Wenn jemand das dann trotzdem machen will, ist er natürlich, kann er machen, was er will. Aber hier einen Gegenpol zu setzen und auch solche Themen könnte man in so einem Konzept von Collaborative Communication gemeinsam besetzen und entwickeln. Ich glaube, das Ziel ist, damit umzugehen, das Ganze handeln. Ich glaube, die ganzen Datenmengen handeln, die entsprechend aufbereiten und auch wieder rausspielen können.